Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Carlos und ihr seht hier Sniper Elite 3, ein neues Projekt, was ich jetzt anfangen werde. Ja, wie ihr rechts seht, habe ich schon angefangen, aber ich muss das Spiel nochmal neu spielen, weil im ersten Anlauf irgendwie alles übersteuert hat, deswegen fange ich jetzt komplett von vorne an. Ja. Europa wurde niedergeworfen. Und die Alliierten zum Rückzug gezwungen. Ihre Versorgungslinien für den Nachschub sind gekappt. Der Suezkanal ist die Lebenslinie zwischen Großbritannien und dem Öl im Nahen Osten. Und der Kriegsausgang in Nordafrika ist entscheidend. Während die Armeen sich an der libysch-ägyptischen Grenze gegenüberstehen, schlägt die Frontlinie wie ein Pendel durch die libysche Wüste. Einem rauen, unnachgiebigen Landstrich zwischen Mittelmeer und Sahara. Der Krieg war den Kinderschuhen entwachsen. Hier regieren die Panzer. Ich bin in Tobruk, in einem Boot voller Ersatzteile und Verstärkungstruppen angekommen. Junge Männer, die blind in den Tod laufen. Keiner von denen fühlt sich in meiner Umgebung wohl, was mir nur recht ist. Der Großteil von ihnen wird hier ihr Leben lassen. Rommel wurde während der Operation Crusader zurückgedrängt. Dennoch fegen Einheiten der Achsenmächte erneut durch die libysche Wüste. Rommels Unternehmen Theseus begann mit dem Rückzug der Alliierten und der Einkesselung von Städten. Jetzt ist keine Zeit für Taktierer. 35.000 unserer Männer kennen nur den einen Befehl, Tobruk zu halten. Ja, dann werden wir das auch mal tun, würde ich mal sagen. Ja, wie gesagt, ich muss das Ding von vorne anfangen. Aus dem Grunde, weil bei mir irgendwie alles übersteuert hat, was mir die Legato nicht so richtig anzeigte. Aber ich bin nicht sehr weit gekommen, muss ich sagen. Eine Stunde, das war das Tutorial und ein bisschen was vom zweiten Level. Es sieht schon sehr geil aus. Das hat nur keine Next-Gen-Grafik, aber es sieht schon recht gut aus. Wir brauchen Heckenschützen an der Mauer. Dafür sind wir genau der Richtige. Dann wollen wir mal. Ja, das ist mir alles klar. Ja, wer es durchlesen will, kann mal kurz Pause drücken. Weil ich kenne das schon alles. Und Feuer. Wie gesagt, es gibt auch eine Killcam, die kommt hier zum Einsatz, wie ihr gerade gesehen habt, zweimal. Ich werde die Killcam ab und zu mal überspringen. Man muss es sich nicht immer tausendmal ansehen. Weg.
Perfekt getroffen. Also das Tutorial geht je nachdem so ja, 20 Minuten bis 25, je nachdem wie man sich anstellt. Aber ich sollte das eigentlich relativ fix hinbekommen. Sollte eigentlich gar kein Problem sein. Eigentlich. Okay, mal kurz verbinden. Die Deutschen sind... Noch einmal. Nebelwerfer ein. Dagegen muss ich etwas tun. Hier hoch. Und dann... Hier hoch. Wenn ich mich ducke, hören sie mich nicht. Ah ja, man kann die Leichen auch durchsuchen. Hast du irgendwas bei dir? Irgendwas? Ah, Dynamit. Ach, bringt nicht so viel. So. Nichts gefunden. Das war ärgerlich. Finde ich nicht gut. Jetzt so. Ist die Gelegenheit, die Wellrod zu ziehen. Ja, die Wellrod. Ah, hier ist sie ja. Kurz mal Sicherheit und dann. Was zum Teufel? Oh. Okay. Das stand jetzt eigentlich nicht so auf dem Plan, dass das schief geht. Das ging in den ersten zwei Runs nämlich eigentlich auch nicht schief. Aber jetzt geht's schief, verflucht. Okay, jetzt mal kurz aufpassen. Seht mal nach. Willst du mich verarschen? Oh, Gott sei Dank. Puhu, Gott sei Dank. Hier ist noch einer. Oder nicht? Ja, natürlich ist noch einer. So, jetzt aber Problem gelöst. Ich weiß nicht genau fertig, aber muss ich machen. Du hast gar nichts bei dir, ne? So, jetzt mal ganz ruhig bleiben. Warte mal. Hast du irgendwas bei dir? Verbannt? Oh, ich bin eigentlich verbannt. Nichts gefunden. Okay, weiter geht's. Hallo?
Falscher Alarm. Ah, wir müssen ja hier durch den Tunnel. Ah, die sind ja alle so aufmerksam, ne? Toter Mann! Wo geht er hin? Wo gehst du hin? Warte mal, hier bleiben. Ich habe es mir jetzt selber schwer gemacht. Verflucht nochmal. Habt ihr das gehört? Oh. Da ist der! Was? Och, nö. Eindringling! Och, nö. Lauf hier weg. Komm, lauf weg. Verdammt, lass mal hier kurz weglaufen. Scheiße, Mann. Okay, gibt's jetzt Action. Wo können wir uns in Sicherheit begeben? Erstmal hier. Scheiße, Mann. Ja, wenn du einmal entdeckt wurdest, ist es verdammt schwer irgendwie sich aus dieser Umklammerung zu befreien, würde ich mal sagen. Wir müssen jetzt aufpassen. Wo kann ich denn jetzt hin? Wo bin ich jetzt eigentlich? Okay, hier sind wir. Wer ist da? Da ist niemand. Wo ist wer? Also ich sehe euch nicht. Das wird jetzt wieder alles länger dauern. Verfluchter Mist. Wir haben ihn in die Enge getrieben. Sei doch ruhig. Das lief jetzt nicht alles nach Plan. Das lief alles ganz, ganz verkehrt. Aber ich kann mich trotzdem noch irgendwie befreien, glaube ich. Der kleinen misslichen Lage. Er ist verschwunden! Ja, natürlich gut. Glaub das mal ruhig. Das heißt, ich kann jetzt. Warte mal. Ich will die Rallo zücken. Wir gehen jetzt mal hier lang. Ja, ist mir auch klar. Nanu? Oh. Da ist der Schweinehund! Och nee. Oh. Ich muss hier weg. Aua. Hallo? Kurzes Boot! Scheiße, Mann. Haltet eure Flanken im Blick! Puh, wie machen wir das jetzt? Bewegung! Seht ihr was?
Ja, liebe Leute, und ob ich mich noch aus dieser Umklammerung befreien kann, seht ihr in der nächsten Folge. Lasst eine kleine Bewertung da oder einen Kommentar, wie es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.